Hier ist Ronja und heute haben wir was. Ich sag's euch, ich habe die ersten 3 Sekunden gesehen. Ihr werdet nicht mehr können vor Lachen. Es ist fantastisch, okay? Wir haben Ich esse Glas von Meine animierte Geschichte. Heute haben wir Mr. Mark, der Glas isst, ja? Und die Gründe dafür sind bisher noch unbekannt, aber wir finden sie jetzt gemeinsam raus. Auf geht's! Hi, ich bin Marc, ich bin 18. Hallo, und wenn Marc. Man meinen Bauch rönt, kann man viele ungewöhnliche Objekte sehen. Ich glaube, sie wiegen insgesamt mehrere Kilo, aber ich kann es am Er ist richtig so, ich glaube, sie wiegen mehrere Kilo, aber was weiß ich schon, ich bin ja nicht die Person, die sie gegessen hat. Ach, warte. Doch, ja, warte mal, da war doch was. Bleiben, wenn sie da drin sind. Okay. An diesem Tag hatte ich ein Date mit Sydney und ich hatte sie zum ersten Mal in ein Café eingeladen. Oh, schön. Wir sprachen gerade über etwas, als ich merkte, dass sie mich entsetzt ansah. Stimmt etwas nicht? Fragte ich, während ich auf meinen Salat kaute. Marc, du isst eine Kerze. Schaut. Oh, es ist so gut, weil du einfach den gleichen Synchronsprecher hast und er ist so, Marc, du isst eine Kerze. Auf meine Hand hinunter. Und sie hatte recht. Ich hielt eine festliche Kerze aus der Mitte. Es waren meine Zahnabdrücke darauf. Ich schluckte das Stück, das sich in meinem Mund befand und spülte es mit Wasser herunter. Wieso spuckst du es nicht aus, Marc? Wenn du merkst, du isst eine Kerze, warum sagst du nicht, Kerze? Nein, ich schluckte es runter, ein bisschen Wasser nachgespült, es ging schon. Ach, es ist schon wieder passiert, dachte ich. Aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich Sydney das erklären sollte. Sydney hat gerade gesehen, wie du eine Kerze Ich habe mit meiner Schwester gewettet, dich mit etwas zu überraschen. Sieht aus, als hätte ich gewonnen. Sydney nannte mich einen Idioten und ging. Mit Recht. Sydney, renn. Renn. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Ich wollte ihr nicht die Wahrheit sagen. Wir gingen in die gleiche Schule und sie hätte sicher ihren Freunden davon erzählt, die wiederum ihren Freunden davon erzählt hätten. Und innerhalb einer Woche... Und du meinst, nur mal so rein theoretisch, sie würde jetzt nicht ihren Freunden erzählen, yo, ich war auf einem Date, der wirkte eigentlich wie ein netter Kerl. Und dann hat er die festliche Kerze von der Mitte des Tisches genommen und gegessen. Auf mich zeigen und mich für verrückt erklären. Okay. In gewisser Weise hätten sie recht. Ich leide an Picker und möchte fast immer Picker. Etwas Ungenießbares essen. Das fängt schon bei der Geburt an. Aber damals, als ich mir Erde, Gras oder Tannenzapfen in den Mund steckte... Okay, aber das ist ein Baby-Ding, ja? Jedes Baby steckt sich Erde, Gras und Tannenzapfen im Mund, weil du keinen richtigen Tastsinn hast als Neugeborenes und die meisten Objekte mit deinem Mund erkennst, die Form und sowas. Deswegen so Bauklötze und sowas stecken sich Babys immer im Mund, weil sie mit dem Mund am besten fühlen können. Und so entwickelt sich tatsächlich das räumliche Denken und solches bei Kleinkindern. Also... Nicht untypisch. Erschien das niemanden unnormal. Meine merkwürdigen Geschmacksvorlieben sind mit dem Alter nicht verschwunden. Ständig schluckte ich unsere auf dem Boden gefundenen Katzenhaare, leckte Staub, knabberte an Baumrinde und Ästen im Wald und einmal aß ich sogar die Hälfte der Seiten eines Kinderbuchs. Als wir Reparaturen am Haus durchführten, aß ich eine Menge von den Materialien. Ja, das hatte seine Konsequenzen. Dann aß ich halt eine Menge von den Materialien. Da hatten wir halt nicht mehr genug Dachziegel, um das Haus zu reparieren. Aber naja, haben halt gut geschmeckt. Sie sind schön knusprig. Nach dem Eimer voller Farbe war ich fast einen Monat lang im Krankenhaus. Dem Eimer voller Farbe? Marc, dem Eimer voller Farbe? Aus. In jeder anderen Hinsicht bin ich völlig normal. Bis zum Alter von 13 Jahren wurde ich zu Hause unterrichtet, aber nur, weil meine Eltern Angst hatten, dass ich in der Schule Kreide essen würde oder noch schlimmer. Nach und nach lernte ich, meinen Appetit zu kontrollieren. Ich habe eine Regel. Nur das zu essen, was auf meinem Teller ist. Funktionierte. Ich gehe jetzt seit 3 Jahren zur öffentlichen Schule und seitdem hat niemand etwas Ungewöhnliches bemerkt. Bis zu diesem dummen Date mit Sydney. Als ich am nächsten Tag in der Schule ankam, warf jemand eine Kerze auf meinen Teller. Wie ich vermutet hatte, wussten alle bereits, was passiert war. Ah. Ich kam so verärgert. Und er war so, naja, jetzt ist die Kerze schon hier. Was? Gott nach Hause, dass ich meine Regel völlig vergessen hatte. Beim Aufwärmen des Abendessens ließ ich aus Versehen ein Glas Wasser fallen. Ich hob das größte Scherbenstück vom Boden auf und stellte es auf meinem Teller. Ich aß und überlegte, wie ich die Sache in der Schule lösen könnte. Okay, lass jetzt mal ganz wilder Spoiler. Ich sag, er isst das Stück Glas. Und daher kommt dann der Titel, Ich esse Glas.
meine Theorie, ne? Ich sag's nur. Ihr könnt gerne eure Theorie in die Kommentare schreiben. Als ich die Nudeln aufgegessen hatte, stieß meine Gabel auf etwas Festes. Ich schaute mir den Splitter an und versuchte ihn wieder mit der Gabel aufzuheben. Ich höre immer noch den Schreckensschrei, den meine Schwester ausgestoßen hat. Sie war genau in diesem Moment in die Küche gekommen und stürzte auf mich zu, um das Glas aus meinem Salat zu nehmen. Ich war erschrocken und hatte Gelegenheit, es zu schlucken. Das ist also meine lustige, aber nicht sehr lustige Geschichte. Jetzt wollen meine Eltern ein bisschen lustig. Also schon lustig, aber nicht sehr lustig. Ich finde, Marc ist sehr selbstreflektierend, ja? Er weiß, die Geschichte ist eigentlich ganz lustig, aber auch nicht so lustig, dass ich jetzt sagen könnte, es ist eine sehr lustige Geschichte. Ja, es war eine Kerze, aber eine festliche. Wieder zu Hause unterrichten. Ein komplettes Irrenhaus. Das ist alles. Danke, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Bitte. Weil das eine relativ kurze Geschichte war. Ich weiß auch nicht warum, aber diese Videos sind voll oft so, dass da noch ein zweites dranhängt. Und ich weiß nicht genau warum, ich weiß auch nicht, was der Titel dann davon ist. Aber wir gucken uns jetzt noch Teil 2 an. Hallo zusammen, ich bin Chris. Hallo Chris. Ich bin immer von schönen Frauen umgeben. Und die Männer beneiden mich, weil ich einen Traumjob habe. Chris ist ein krasser Typ. Aber ich Team. Bin kein Rockstar oder Hollywood-Schauspieler. Okay, ich will raten, ich will raten. Chris ist, von schönen Frauen umgeben. Er ist Hausmeister in einer Modelagentur. Das ist mein Tipp. Ich schnüffle für Geld an Mädchen. Okay, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Was? Ich erkläre dir, wie ich das mache. Mach das. Meine Geschichte beginnt in dem Moment, in dem ich meine College-Aufnahmeprüfung nicht bestanden habe. Ärgerlich. Ich ging nach Hause, ohne zu wissen, wie ich meine Eltern die schlechte Nachricht überbringen sollte. Auf dem Weg nahm ich ein Flugblatt von einem Typen, der sie verteilte. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass ich am Ende womöglich auch Flugblätter verteilen würde. Eine ganze Woche lang war ich deprimiert. Okay. Ich verbrachte Zeit am Computer, trank Cola und aß haufenweise Chips. Schließlich beschloss ich, mich zusammenzureißen. Ich öffnete eine Webseite zur Jobsuche und fing an zu suchen. Es endete damit, dass ich mich für ein Vorstellungsgespräch bei einem Pharmaunternehmen meldete. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur eine vage Vorstellung von... Also, da steht jetzt Farm, so wie... Eine Farm mit, keine Ahnung, bei Heyday, ja, Tiere, Kühe, Weizen, Mais, Getreide, solche Dinge. Aber was er meint, ist ein Pharmaunternehmen, das heißt sowas wie Medikamente. Ich denke jedenfalls, weil sonst würde man das nie so aussprechen. Von der Stelle, als ich sie googelte, fand ich heraus, dass ich möglicherweise an einem Fließband stehen und eine unendliche Anzahl von Tablettenschalen inspizieren müsste. Spaß pur. Am nächsten Morgen kam... Okay, ganz ehrlich, ich habe deinen Namen vergessen. Chris. Spaß, Arbeit ist nicht immer Spaß, ja? Ich habe mal in einem C&A gearbeitet. Denkst du, ich hatte da Spaß? Die Antwort ist nein. Ich kam mich im Büro des Unternehmens an. Ich wurde gebeten, mehrere Fragebögen auszufüllen, dann ein ganz normales Vorstellungsgespräch. Man interessierte sich für meine Krankenakte. Insbesondere für den Punkt, dass ich möglicherweise an Hyperosmia leide, erhöhte Geruchsempfindlichkeit. Wenn eine Person eine Hyperosmia hat, kann sie besser riechen als andere Menschen. Okay. Also boten sie mir eine interessante Stelle mit einer Probezeit an. Die Stelle wurde Deodorant-Tester genannt. Meine Aufgabe bestand darin, an den Aromagläsern zu riechen und die Gerüche zu beschreiben. Ich sagte Dinge wie, dieser Duft enthält Noten von grünem Tee, wie die Luft auf den Plantagen Sri Lankas nach Regen. Ich find's schön, wie er da mit diesem wissenden Blick steht. Dieser Duft enthält Noten von grünem Tee, wie die Plantagen von Sri Lanka. Woher weißt du überhaupt, wie die Plantagen auf Sri Lanka nach Regen riechen? Am Ende wurde ich als geeigneter Kandidat betrachtet, also bekam ich den Job und war von da an im Himmel. Denn ich und 5 andere Kollegen mit der gleichen Fähigkeit mussten stundenlang unter den Achseln wunderschöner Mädchen schnuppern. Es ist unmöglich, dass eine Maschine den menschlichen Geruchssinn nachbildet, weil die Menschen das Ergebnis letztlich bewerten. Aha. Ein menschlicher Tester stellt also fest, wie gut Deodorante den Schweißgeruch überdecken. Okay, dann frag ich mich. Also einfach nur eine neutrale Frage mal in den Raum geworfen. Diese wunderschönen, ist es dann deren Job, dass sie wunderschöne Mädchen einstellen, nur damit sie quasi hier ihr Deo testen können und damit Leute wie Chris da dran schnuppern? Sind das zwei Jobs, die einfach sich perfekt ergänzen? Warum zur Hölle kannst du nicht einfach an dem Deo riechen? Sag ich nur mal hier am Rande. Körperliche Aktivität, Tageszeit und andere Faktoren. 24 Stunden lang wurden die Mädchen einem astronautenwürdigen Training unterzogen. Sie schwammen im Pool, liefen auf einem Laufband, hoben Gewichte, waren verschiedenen Temperaturbedingungen ausgesetzt, schliefen, tranken viel Wasser und probierten verschiedene Nahrungsmittel. Nach jeder Aktivität war ich mit meiner Arbeit dran. Denn ich musste prüfen, wie wirksam das Deodorant den Schweiß abweist
und wie sich sein Duft unter verschiedenen Umständen präsentiert. Nach einem Test füllte ich einen Bericht aus und ich fühlte mich wie ein Superheld mit einem super Geruchssinn. Ich war, okay, so. Superheld. Du leistest die gesellschaftlichen Dienste, die wir uns alle wünschen. Erst war es mir unangenehm, an Fremden zu riechen. Es hat mich ein wenig entmutigt, aber als die Frauen, die in einer Reihe mit erhobenen Armen standen, mich anlächelten, wurde mir klar, dass dies mein Traumberuf war. Ich roch an diesem einen Mädchen und sie nahm immer wieder ihren Arm runter, weil sie kitzelig war. Ich versuchte ihren Arm zu nehmen. Du sollst an ihr riechen, nicht sie kitzeln, du crazy. Was? Ihr zu riechen und sie lachte nur. Ihr Lachen war so ansteckend. So lernten meine Freundin Samantha und ich uns kennen. Nein, er kommt mit dem Mädel zusammen. Meine Arbeit fühlte sich wie eine Party an und ich dachte, ich hätte meine Berufung gefunden. Meine Freunde, die auf das College gingen, waren eifersüchtig auf mich. Sie fragten ständig nach meiner Arbeit, bei dem ich immer von schönen Frauen umgeben war. Was? Gutes Gehalt erhielt. Was könnte besser sein? Natürlich wird meine Freundin manchmal eifersüchtig. Aber es ist nur ein Job und nichts weiter. Mein Traumjob. Was? Wo arbeitest du? Was ist dein Traumjob? Ich arbeite nicht als Deodorant-Tester, aber gut. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr gerne mehr Echt-Passiert-Geschichten möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao!